Lil. Letztens ist mein Video zum Jailbreak, glaube ich, ganz gut bei euch angekommen. Deshalb heute mal ganz allgemeine Tipps, wie man aus einem starren System, wo vielleicht nur eine Anwendung läuft, hier in diesem Beispiel der Taschenrechner, ausbrechen kann, um wieder mehr Optionen zu bekommen, wie eigentlich vom System vorgesehen. Gut. Hier einen Taschenrechner habe ich deshalb gewählt, weil er relativ wenig Möglichkeiten bietet von Hause aus und ein starres System ist. Gut, was uns immer ziemlich weit bringen könnte, sind Einstellmöglichkeiten. Da gibt es öfters dann Öffnen- oder Speichern-Dialoge, auf die wir es abgesehen hätten, weil wir mit diesen Dialogen dann weiterkommen. Was immer lohnt, ist ein Rechtsklick überall mal drauf, zum Beispiel Kopieren, Einfügen. Hier könnt ihr schauen, öffnet sich da irgendein Modus, der mich weiterbringt, oder vielleicht der erweiterte Modus oder Programmiermodus oder ähnliches. Nun gehen wir davon aus, das bringt jetzt alles nichts, das ist alles schön gesperrt vom System her. Was uns auf jeden Fall weiterbringt, ist die Hilfe. Gut, Online-Hilfe erhalten, sofern der Webbrowser sich dann öffnet, können wir alles tun, was wir wollen. Hatte ich im letzten Video gezeigt, mit File kann ich damit arbeiten. Gut, angenommen, der Webbrowser wäre gar nicht installiert oder gesperrt vom System aus, könnten wir zum Beispiel mal in die Info-Seite reinschauen. Info. Dort gibt es oftmals dann auch einen Weblink, den könnten wir versuchen anzuklicken. Oder unter Mitwirkende finden wir dann oftmals E-Mail-Adressen. Wenn ich da draufklicke, kriege ich vielleicht sogar ein E-Mail-Programm, Linkadresse kopieren, Link öffnen oder ähnliches, ja? Schon wäre ich da weiter. Gut. Geht das auch nicht, könnten wir weiterschauen. Inhalt von der Hilfe, die erreiche ich auch mit F1. Gut, jetzt könnte ich natürlich schauen, insbesondere in der Windows-Hilfe sind dann öfters mal Links zu weiterführenden Programmen. Zum Beispiel der Systemregistrierung könnte ich danach suchen, nach der Systemregistrierung. Vielleicht komme ich da drauf. Gut, hier bin ich aber in der allgemeinen Hilfe zum Taschenrechner und hier gibt es anscheinend keine weiterführenden Sachen, wo ich weiterkäme. Was ich zum Beispiel nutzen kann, ist, da ich hier in einer Hilfeseite bin, gibt es oftmals die Option, die Seite auszudrucken. Seite drucken. Drucken. Der Druckdialog bringt uns dann meist zu den Einstellungen des Druckers und der kann unterschiedlich sein. Aber hier mal zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit habe, in eine Datei zu drucken, habe ich hier zum Beispiel mal die Option, einen Ordner zu wählen und schon kann ich mir das Dateisystem anschauen, indem ich das komplette Dateisystem anzeigen lasse. Ja, sehe ich schon mal sämtliche Ordner. Wunderbar. Ich kann ja auch Ordner anlegen. Ich habe also Zugriff auf das Dateisystem. Und ich kann eine Datei erstellen, wenn ich will. Ja, könnte ich zum Beispiel sagen test.txt und könnte diese Datei erstellen lassen. Und zwar dort, wo ich auch rankomme. Hier zum Beispiel auf dem Desktop. Könnte sagen, in einem ganz normalen PostScript Dateisystem drucken. Und hätte dann plötzlich auf meinem Desktop, wo vorher nichts war, wo ich vielleicht nichts machen konnte, eine Testdatei. So, mit dem Editor kann ich dann wieder weiterarbeiten. Alles markieren, entfernen, kann eine beliebige Datei erstellen. Und diese Datei könnte dann zum Beispiel unter einem anderen Namen gespeichert werden. Wieder als Batch-Datei, zum Beispiel in Windows oder als ein Shell-Skript oder ähnliches, mit dem ich dann Programme starten könnte. Gut. Das wäre dann zum Beispiel jetzt mal die Möglichkeit, über den Drucker irgendwo hinzukommen. Angenommen, auch das wäre nicht möglich. Es ist vielleicht gar kein Drucker installiert oder der ist auch gesperrt. Ansicht oder Gehe zu. Hier unter Linux hat man die Möglichkeit, alle Dokumente anzuzeigen. Unter Windows vielleicht die ganz allgemeine Windows-Hilfe anzuzeigen. Und von dort aus kann ich dann weiterschauen. Wie gesagt, ich könnte dann mit der Suchfunktion nach etwas suchen, was mich weiterbringt. Gut, hier beispielsweise suche ich mir jetzt eine Anwendung heraus, die definitiv eine Grafik drin hat, zum Beispiel so eine. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Und dieses Bild könnte ich zum Beispiel wieder speichern. Und schon bin ich wieder irgendwo in einem Dateisystem,
kann Ordner anlegen, kann browsen, kann mich da bewegen. Oder rechte Maustaste, Bild senden an. Das ist natürlich super schön. Senden an. Gut, hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, das E-Mail-Programm aufzurufen. Senden, schon würde sich das E-Mail-Programm aufrufen. Angenommen, das E-Mail-Programm wäre nicht erstellt, könnte ich die anderen Optionen schauen, zum Beispiel CD erstellen. Dabei ist eigentlich egal, was wir erstellen wollen. Wir sagen mal senden. Und dort sind wir dann wieder irgendwo in einem Dateisystem. Ja, dort könnten wir dann wieder schauen, was ist da im persönlichen Ordner los. Und wie auch immer könnten da weiter. Hier haben wir einen ganz normalen Dateibrowser, persönliche Ordner. Hier kann ich alles das tun, was ich sonst auch tun kann. Dokumente und Ähnliches. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.